Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ey, ich habe gar nicht damit gerechnet, hier jetzt was aufzunehmen, aber die Gegebenheiten führen dazu, dass ich mich ja von der Ostsee aus nochmal vor die Kamera platzieren muss und etwas sagen muss zu Sarah, zu Nico und zu Thorsten. Leute, kann man nicht mal ein bisschen Urlaub machen oder was? Also, es ist skandalös, was jetzt hier noch rausgekommen ist. Ich gebe euch natürlich ein Update. Ihr habt ja meine Reaktion auf Folge 10 von Temptation Island gesehen und seht ihr auch immer noch sehr fleißig. Also, es ist einfach skandalös und es wird in die Geschichte eingehen des Trash-TVs. Und jetzt hat RTL die Sarah interviewt. Die leidet immer noch wie Sau, die Arme. Und muss sich jetzt auch noch ein paar Komplimente aus der Ferne anhören von Nico, der seinen Instagram-Account runtergefahren hat, den man überhaupt nicht markieren kann und taggen kann, weil er sich einfach feige irgendwie versteckt, aber dann nochmal gerne in einem Interview feuert und sie als etwas bezeichnet, was man wegpiepen musste. Okay? Also, wir gucken uns das jetzt an. Und auch Thorsten redet mit seinem Sohn, aber über Insta-Story, wo ich mir so denke, okay, so gut scheinen die Verhältnisse in dieser Familie ja gar nicht sein zu können, wenn der Vater dem Sohn über Insta-Story etwas sagen möchte. Und ich glaube auch, Thorsten schießt gegen die kleinen YouTuber. Das hört sich bei ihm so ein bisschen an, als wären wir so Menschen zweiter Klasse und eigentlich nichts wert und keine Ahnung. Und wir würden uns hier einloggen über den Computer und wir sollten keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, blöderweise kriegen wir die aber, weil wir das Ganze mit den Zuschauern verarbeiten müssen. Euer Verhalten, was wirklich schockierend, traumatisierend ist, müssen wir hier mit den Leuten verarbeiten. So, und ob wir uns jetzt über den Computer einloggen oder ob wir in ein Fernsehstudio fahren, das ist sekundär. Ich glaube, die denken alle irgendwie, die seien da was Besseres, ich weiß es nicht. Also auch die, wer hat noch gegen uns geschossen? Die Christine Okpara, so, auf deren Nacken dürften wir Erfolg haben und Aufmerksamkeit bekommen und auf Events eingeladen werden. Ja, ihr seid unser täglich Brot, das ist genau so. Meinst du, Frauke Ludewig hätte einen Grund, im Studio zu sein, die letzten 40, na, wobei 40 Jahre ist sie da nicht, aber 30, 20 Jahre, whatever, wenn es keine Promis gäbe? So, ne, ich würde sogar so weit gehen und anerkennen, dass ihr Promis seid. Ja, aber natürlich leben wir von euch und unsere Kanäle. Aber das ist doch auch ganz normal. Du könntest ja auch gar nicht im Fernsehen stattfinden, wenn es nicht auch den Kameramann gäbe und die Produktion und so weiter und jemanden, der das Ganze auf die Beine stellt. Das ist ein System, was ohne einander nicht funktioniert. Und dann brauchst du auch nicht so ekelhaft zu sagen, wir wären nur wegen euch auf einer Too Hot to Handle Veranstaltung eingeladen. Ja, sind wir ja. Und ihr bekommt natürlich auch Reichweite durch unsere Arbeit. Wir setzen uns hier mit euch auseinander und investieren einen 8-Stunden-Tag nach dem anderen, um euch auch wieder auszustrahlen auf unseren Kanälen. Also sag mal, habt ihr da ein paar Sachen nicht mitbekommen? Ja, falls du neu bist auf meinem Kanal und nichts verpassen möchtest von der Trash-TV-Welt, dann folgt mir gerne, klick auf Abonnieren und lass mich in den Kommentaren bitte wissen und die anderen hier, auch die anderen Schnuffelhasen, was hier abgeht, also was du jetzt darüber denkst, auf was hier der Nico sagt und was hier der Thorsten sagt und sind wir im falschen Film, liebe Leute, und ja, let's go. Sorry. Ich kann das bis heute einfach noch nicht in Worte fassen, was dort passiert ist. Ich wünsche das keinem Menschen und... Boah, krass, und ihr müsst euch halt vorstellen, das ist bestimmt 6 Monate oder so her, ne? So, und die ist ja immer noch fix und fertig. Eine kleine optische Anmerkung, ich weiß, das passt gerade gar nicht, aber ich bin da voll so der Ästhet und so. Ich finde, die Augenbrauen sind ein bisschen zu doll, Süße. Ich glaube, die würden dir leichter besser stehen. Sie ist ja auch aus der Beauty-Branche, glaube ich, oder? Aber das ist jetzt wirklich nur so ein ganz kleines Feedback an der Seite, okay? Aus jetziger Sicht habe ich mittlerweile verstanden, dass dieses ganze Thema Heirat, Kinder, Haus bauen, Ring, dass das alles nur Gelaber war, Lügen. Ja, der scheint sich da irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt zu haben oder setzen lassen haben, whatever. Irgendwie dachte er wahrscheinlich, Familie und Haus und so gehört sich und deswegen mache ich das, aber im Inneren scheint er das irgendwie nicht gewollt zu haben. Ich glaube aber auch, er weiß aber nicht, was er will, weil er einfach lost as fuck ist. Deswegen war das noch nicht mal
zwingenderweise gelogen die ganze Zeit über, sondern der weiß einfach nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Vor der Show hätten sie trotz kleinerer Streitigkeiten eine gesunde Beziehung gehabt, sagt Sarah. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Meint ihr, man kann mit Nico eine gesunde Beziehung führen? Also ich wage es zu bezweifeln, dass man das in den letzten 25 Jahren seines Daseins konnte, dass man das aktuell kann und dass man das in den nächsten 30 Jahren tun werden kann. Das ist schwer vorstellbar, lieber Sarah. Ich glaube, da bist du am Glorifizieren der Vergangenheit. Dass unsere Beziehung, sage ich mal, einen wirklichen Knacks hatte, das sehe ich nicht so, nein. Naja, aber wie kannst du denn denken, dass die wirklich aufrichtig in Ordnung war, wenn du jetzt hörst, was seinen Mund verlässt und wie er so drauf ist? Und du hattest doch die ganze Zeit über Angst vor dieser Seite, die er in sich trägt und die er eventuell unterdrückt und dieses Feiern und so weiter. Du wusstest es doch. So. Und außerdem hast du dann beim Lagerfeuer ja auch gesagt, du würdest glauben, dass wenn noch ein bisschen mehr Alkohol fließt und so weiter, dass er fremdgehen könnte. Das bedeutet, du hattest es doch im Venushügel, du hast es doch gespürt. Meinst du nicht, dass da doch ein Knicks war? Ich bin Sarah fremdgegangen und dieses Heuchlerische, was ich so überspielt habe, das war von mir scheiße. Das habe ich schon gesagt in einem anderen Video, da wurde ihm die Pistole auf die Brust gestellt, weil... auch wie selbstgefällig er das jetzt hier so sagt, ne? So, ja, ich bin ja fremdgegangen. Ja, und das Heuchlerische danach war halt blöd und so. Ja, und deswegen hast du dich dann im Anschluss bei ihr aufrichtig entschuldigt und so weiter. Hast du oder hast du nicht? Auch das ist wieder eine Aussage, die mich ziemlich sprachlos macht. Ich habe bis heute noch keinen Funken von Reue gesehen. Ja, wow. Also er hat sich danach auch nicht entschuldigt, ne? Die haben gar nichts begriffen. Ganz ehrlich, weder ein Nico noch ein Alex noch ein... ja gut, Mark Robin ist jetzt wieder gut mit seiner Ex, aber also ich würde auch sagen, Nico Legert und Alexander Petrovic sind die Schlimmsten. So diesen, die übertreffen Mark Robin noch um einiges. Was mich halt einfach ein bisschen auch sehr, sehr abfuckt, dass sie einfach so dargestellt wird, das liebe kleine Mädchen, obwohl sie eigentlich, ich glaube, mit ihr hinter Frau ist, die es eigentlich gibt. Boah, was für ein Widerling, ne? Und das sagt er jetzt auch so mit 6 Monaten Abstand. Der hat gar nichts eingesehen. Das ist einfach ein Widerling und deswegen versteckt er sich auch. Weil wenn er wüsste, dass er was Schlaues in sich trägt oder was Liebenswertes und irgendwas dazu beitragen könnte, dass Menschen ihn besser verstehen, weil er gar nicht so schlimm ist, wie er dargestellt wird, wird er sich auch nicht verstecken wie so ein Vampir im Sonnenlicht. Sarah ist fassungslos. Als ob es nicht schon genug wäre, was er mir dort antut. Wenn einer das Recht hätte, jemanden so zu beleidigen, dann bin ich es. Aber Maus, vergiss den einfach. Ich hoffe wirklich, dass ihr das jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen dabei hilft, das zu vergessen. Der ist keiner deiner Tränen wert. Wirklich nicht. Es ist Müll. Die Emotionen kochten über. Ich bin dann eben auf ihn los halt. Und dann ist aber auch nicht viel passiert. Es kamen Leute von der Produktion, die uns dann auseinandergezogen haben. Schade. Schade, dass die da alle so schnell parat waren. Eigentlich hätte ich es ihm gegönnt, wenn er noch ein paar Fäuste kassiert hätte. Vor allem, wie er sie jetzt auch noch so selbstgefällig beleidigt in einem Interview, was irgendwie letzte Woche gedreht wurde. Es ist einfach eine Gruselshow. Und jetzt kommt sein Vater, Thorsten. Der hat auch was zu sagen. Glaub mir, ich bin 54. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich halte immer zu meinem Sohn, zu meinem Kind. Aber auch ich verliere so allmählich ja die Geduld. Weil du möchtest, dass diese Wolke vorüberzieht und er jetzt endlich einfach nur die Reichweite hat, die neue und gefeiert wird von der Nation? Oder warum bist du so ungeduldig? Ich bin ganz aus anderem Holz geschnitzt. Wenn ich Scheiße gepumpt. Morgen. Hi. Es funktioniert wieder. Ja? Ja. Gestern Abend hat es nicht funktioniert, aber jetzt bin ich drin. Tatsächlich. So. Hier hat das Internet nicht funktioniert und jetzt war der Techniker für mich da. Ich bin ganz aus anderem Holz geschnitzt. Wenn ich Scheiße gebaut habe in dem Alter, habe ich doch zugestanden. Ja, wieso? Er steht doch auch total dazu, oder? Also ich meine, er hat es direkt zugegeben. Er steht jetzt sein Mann. Er ist da. Er geht liebevoll nach so einer Situation mit seiner Ex um und beleidigt sie nicht in einem Interview, welches aufgenommen wurde in eurer Anwesenheit. Ja. Ja, ich bin nie weggelaufen. Ich habe irgendwie auch keinen Account geschlossen oder sonst was ist, was es heute nicht geht. Ja, Account geschlossen. Bestimmt wurde er gehackt.
Und es wurde aus Versehen geschlossen. Bestimmt. Ja, ja. Nee, der versteckt sich jetzt nicht, weil er weiß, dass er total widerlich ist. Nein, nein, nein. Ich habe auch nie so ein Brustbeutelchen gehabt oder sonst, weil wir die heute die Aalglatten rumlaufen. Hör mal zu. Ich liebe mein Brustbeutelchen. Das ist so schön. Wartet mal ganz kurz. Thorsten, wie kannst du so ein Brustbeutelchen nicht schön finden? Das ist super schön, wirklich. Und es ist wirklich praktisch. Und ich würde sagen, in dieser ganzen Geschichte ist das Brustbeutelchen die allerkleinste Problematik. Verstehst du? Der könnte auch im Tütü rumlaufen. Aber es kommt auf die inneren Werte an, die ihr ihm vermittelt habt. Verstehst du? Das Outfit ist sekundär, tritär, quartär, egal, ganz weit weg. Heißt es noch lange nicht, ja, dass ich ein Versager bin. Also ich nehme mir auch nichts davon an. Das ist für mich alles so dahergespult. Alles diese Kleinbekloppten, ja, die draußen da sind, die sich einloggen und die Aufmerksamkeit haben wollen, kriegen sie aber nicht. Ich habe da gar nicht versagt. Und es juckt mich auch gar nicht, dass ihr sowas behauptet. Und ich nehme hier einfach nur die Zeit, diese Story aufzunehmen, weil ich das nicht annehmen möchte. Auch wenn ich das jetzt hier andeute, mich interessieren die Leute nicht. Mich juckt das gar nicht. Dass ich ein Versager sein soll, weil ich so einen Widerling auf die Welt gebracht habe. Also er jetzt nicht selber, aber großgezogen habe. Es hat gar nichts mit mir zu tun. Und es juckt mich auch null. Es tangiert mich null. Wenn man Scheiße baut, dann muss man dafür gerade stehen. Und deshalb verstehe ich auch jetzt nicht, mein Sohn, warum er sich nicht stellt. Warum er sich jetzt zurückzieht. Ja, der ist 25 und sich der Verantwortung stellt. Aber das Ding ist ja auch, was soll er uns denn erzählen? Also er hat ja schon gesagt, wie er das sieht und so, was seine Werte sind und wie er so drauf ist. Also, und das kam ja nicht so gut an. Er wurde ja zerfetzt in der Öffentlichkeit, weil der Otto-Normalverbraucher einfach denkt, der muss geistesgestört sein. Aber das ist ja sein Standing und er hat ja gemerkt, das kommt nicht so gut an. Was soll er jetzt noch machen? Nochmal sagen? Das ist jetzt kein Hilferuf, das ist eigentlich ja ein Appell an meinen Sohn. Meld dich, geh raus und mach eine Stellung. Mehr ist es nicht. Also ich muss ja sagen, Nico, lass es einfach so, wie es ist. Ich glaube, es ist besser, wenn du einfach offline bleibst. Aber nicht jetzt online kommen in ein paar Monaten und so und dann für ein neues Format denken, ja, jetzt habt ihr es alle vergessen. Also wie der, wer war das hier, André Mangold kommt dann zu Kampf der Reality Stars. Das gab es ja auch schon oft und dann sagen die so, hey, lernt mich nochmal neu kennen. Ich möchte, dass ihr den wahren Nico kennenlernt. Nein, das haben wir schon. Danke. Und eins vorweg. Ja, was ist jetzt? Ich bleibe dabei. Werte vermittelt bekommen, das haben wir unseren Kindern. Auf eine Art und Weise, die lieb sind und alles. Warum jetzt mein Sohn out of order ist, in Temptation oder sonst was, das kann nur er beantworten, nicht wir. Das war übrigens wieder an uns YouTuber gerichtet. Süße Maus, guck mal, der ist nicht out of order in diesem Format. Das ist nicht temporär, das ist nicht zeitlich begrenzt, dass man sagt, der war jetzt in dem Format out of order. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Temptation war nur ein Instrument, welches das festgehalten hat und ausgestrahlt hat. Verstehst du? Du bist, was du bist. Das macht nicht ein Format aus dir oder irgendwie sowas. Dass die immer denken, ja, Temptation war ich asozial, Kampf der Reality Stars war ich cool. Nee, so läuft das aber nicht, ne? Ja, ihr Süßen, was haltet ihr von diesem Video? Was sagt ihr? Bitte lasst die Tasten glühen. Lasst uns das in der Community gemeinsam verarbeiten. Mich interessiert das wirklich stark, was ihr zu diesem Update sagt. Ich küsse eure Herzen. Vergesst nicht, lasst ein Abo da. Unterstützt auch diesen Kanal, dass wir noch größer werden. Und dass wir noch mehr Schnuffelhasen werden, die sich alle aneinander auch erfreuen. Ich sehe auch, dass ihr wundervoll miteinander kommuniziert. Wenn es einmal nicht schlecht geht, wünscht der eine dem anderen gute Besserung und so weiter. Ich finde das super süß. Das ist der Ort des gemeinsamen Verarbeitens, des gemeinsamen Wachstums. I love you. Mua.